Was geht ab, meine Nachfries? Mein Name ist Sofian, ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu einem neuen Video. Und zwar reagieren wir heute auf ABKs neues Video namens Yasmin Azizam ist jetzt keine süße Maus mehr, sondern eine arme Maus. Die letzten Videos von ABK haben mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Mir gefällt auch, dass er immer regelmäßiger uploadet. Und ich würde einfach mal sagen, wir schauen rein. Auf dem Thumbnail konnte ich schon sehen, Finanzamt. Mittlerweile gefährlicher als die ganzen Clans in Berlin. Und ich würde sagen, let's go. Hey, wo ihr Kastanienköpfe. Mein Bruder hat Swellied von Seite von Gebüsch, hat Bösemann eng genommen. Ach, ABK Army, das ist ein Auf. Okay, das gucke ich später nach an. Klickt auf den ersten Link in der Beschreibung. Genauso die Kommentare von Willy eng nehmen, wie er Bösemann eng genommen hat. Ja, jetzt viel Spaß mit dem. Hey, oh Leute, was geht ab? Gerade auf YouTube gibt es einen richtig coolen neuen Trend. Ich glaube, den habe ich damals sogar ins Leben gerufen. Nämlich ist gefühlt jeder zweite YouTuber pleite. Ich habe Loch in Unterhose, ich brauche gar nicht reden. Deswegen, ich habe es euch von Anfang an gesagt. Ich habe pleite angefangen und ich höre pleite auf. Ich wusste es. Jeder hat schon versucht rauszuholen bei mir. Deutschland, Finanzamt, YouTuber, alle haben versucht. Aber guck mal, zu harte Portemonnaie. Ach, shit, den habt ihr bekommen. Deutsch. Man kann nichts verlieren, wenn man nichts gehabt hat. Land, Alemania. Hier lohnt sich in meinen Augen nur Bürgergeld kassieren, ausschlafen. Jemand, der in Deutschland selbstständig ist? Bruder, du bestrafst dich selber. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt erfahren, die nächste YouTuberin ist pleite. Ihr Name ist Yasmin Azizam. Ich weiß, innerlich, du brennst gerade. Du denkst dir, nein, nicht jetzt. Guck mal, ich sag dir ehrlich, Yasmin Azizam, ich bin schlimmer als Gerichtsvollzieher, als alles. Bei mir, setz dich einfach jetzt hin, lass uns über Armut lachen, geh gar nicht irgendwelche weiteren Schritte, weil bei mir, ich bin wirklich so, ich tauch dann überall auf dein Display, For You-Page, ABK Army. Lasst einfach zusammen darüber lachen. Wir haben alle verkackt, alle Steuerschulden. Lass einfach diese Armut jetzt genießen. Safia. Was jetzt? Ich kann Insolvenz gehen. Falsch gewirtschaftet, Yasmin. Jawohl. Ich meine, klar, das ist halt hart, ne? Du musst dich jetzt vor Kamera setzen und zugeben, dass du halt genau das, was die Vorgeneration davor passiert ist, dir auch passiert ist. Und du nicht aus diesen Fehlern gelernt hast. Am Ende des Tages, ich weiß jetzt nicht, wie sie drauf ist. Lifestyle, sie scheint eine schöne Wohnung zu haben. Fährt sie ein schönes Auto? Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht irgendwas mehr bei ihr machen als ist, aber ich sag nur so, viele unterschätzen das. Viele kriegen ihre, ne, wenn YouTube läuft, kriegen ihre ersten Gehälter und denken dann wirklich so, jetzt I'm the shit, like I'm there, like ich bin da bei Lifestyle, ich bin da, so ne, Designer, dies, das, jenes. Das ist das, was den meisten aber passiert. Und nur die wenigsten aus dieser Branche realisieren, dass man am Ende des Tages eigentlich gerade erst dabei ist, sich ein Eigenkapital aufzubauen und dass man sich, wenn man schlau ist, dass man erstmal gar nichts an seinem Lifestyle verändern sollte. Normal bleiben sollte. Ganz easy. Leb jetzt erstmal so, wie du lebst. Dein Lifestyle sollte gleich bleiben. So. Und sparen, 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 sparen. Mehr braucht es nicht. Für die ersten paar Jahre in dem Business. So, und dann langsam, langsam, langsam kannst du dir einen besseren Lifestyle gewöhnen. Aber die Arbeitsmoral muss immer beständig und konstant bleiben. Auch wichtig. Deutschland hat den nächsten YouTube-Star eng genommen. Live-Update, 100% Real Talk, gehen wir bei 2023. Auf meine Mutter, schwarz-weiße Thumbnail. Wallah, die macht Beauty-Content. Die hat einen 96 Euro CPM. Videos nicht grün, dunkelgrün. Nicht wie bei mir. ABK mit 16 Cent CPM. Videos auf Dual-Modus. Inshallah wird heute nicht gesperrt. Inshallah, wenn überhaupt, wird heute grün. Trotzdem noch da. ABK, Wallah, was los? Obwohl bei mir Kopf gefehlt. Kranke Mutter pflegen, jeden Tag, Rechnungen, Miete. Wenn du ein sauberer Mensch bist, dann hilft Gott dir irgendwie. Aber diese Menschen, die machen AliExpress-Lippenstift auf den Mund, dann machen die Duckface-Kussmund in Kamera. Normal hilft Gott denen nicht. Digga, ist das gottlos. Also ich glaube auch, prinzipiell kann ich hier ABK recht geben. Ob sie jetzt ein Mensch ist oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube schon, dass wenn man auf eine gute Art und Weise sein Leben gelebt hat, keinem Unrecht getan hat, sauber geblieben ist. Jeder hat seine Fehler, das ist klar. Aber im Großen und Ganzen sagen kann, ey, ich war eigentlich ein guter Mensch. Ich habe jetzt nicht jemanden irgendwie übertrieben Schaden gefügt, dass der von mir einfach ein Trauma hat. So, ich glaube, irgendwie auf eine komische Art und Weise belohnt dich das Universum damit. Mit irgendetwas. So, Schicksalsschläge passieren jedem. Das ist klar.
Aber in gewissen Sachen, in gewissen Bereichen, glaube ich, passiert dir Gutes. Ich hatte so viele Probleme auf einmal, wow, weil ich die ganze Zeit Steuern am Zahlen war. Ich kann nicht mehr, ich kann das nicht mehr zahlen. Dann waren wir auch an dem Punkt, wo ich einfach kein Geld mehr hatte. Und man war halt so an dem Punkt, okay, habe ich übertrieben mit Geld ausgegeben? Aber hier sage ich offen und ehrlich, die hatten schon kleiner Schulden, wurden dazu viel Make-up gekauft. Über Verhältnisse gelebt. Paris-Vlog, Jasmin und Zara in Paris, Weekly-Vlog, Amsterdam. Jetzt hast du einen Grund zu heulen, Jasmin. Jetzt diese Schulden von Finanzamt, denen ist kein Spaß. Und jetzt ab sofort Insolvenz, nur noch Toastbrot mit Zewa drauf. Die tut mir aber schon leid, Miss Kinder. Die wolltest du auf Kylie Jenner machen. Jetzt ist die Kylie Nenner. Die haben die in Bruchstrich reingetan, die haben die dividiert, weil die Arme Brutto und Netto vertauscht hat. Wenn ich im Urlaub bin, dann heißt es nur Content machen, Stories machen, an Bilder denken, schick machen. Oh mein Gott, das ist. Also, ich meine, Alter, das ist manchmal der Beruf des Influencers nicht der leichteste, ist es klar. Aber was die hier sagt, ist einfach geisteskrank. Stories machen, Bilder machen, Essen fotografieren, Lippen aufspritzen, Fake-Wimpern aufträgen. Like, wovon reden wir hier? Wovon? Like, das ist die Welt, in der wir leben, wo wir mittlerweile eine Art Bühne bieten, wo Influencer tatsächlich auf Ernst sich vor die Kamera setzen dürfen und teilweise über so eine Problematik reden dürfen, als wäre das ernsthafte Probleme. Sich gar nicht von Arbeit zu reden. Die tut so, als würde die den aufwendigsten Content produzieren, als wäre die voll die gefragte, gehypte YouTuberin. Ihre Videos haben mehr Rauschen als Stimme. Diese unaufwendigen, billigen Scheißvideos, die macht, das ist gar keine Arbeit. Das kann jeder von euch dahin kacken. Sein Beziehungsstatus. So knackig gesagt, ich habe mich getrennt, ich bin Single. Manager weg, Steuerschulden, Single. So ist Leben. So ist das Leben authentisch. Schuckmann, die hat hier ein Video damals noch geladen, vor einem Jahr noch. Jasmin zeigt uns teuerste Tasche, Uhr, Favorite Make-up. Auf Thumbnail, die hält sogar noch eine Rolex in die Kamera. Die ist jetzt schon längst. Das ist eine Uhr, Digga. ABJ! Das ist eine Audemars Piguet, soweit ich weiß. Wenn die echt wäre, nicht unter 50.000. Problem ist, Uhren in diesem Jahr sind sehr viele Modelle sind vom Wert her ins Drastische gesunken. SOS, SOS. Uhren sind keine Wertanlage. Uhren sind keine Wertanlage. Können auch vom Preis her sich halbieren. Erst recht, wenn sie gehypt werden. Fand gleich aus. Safi, diese Sachen sind jetzt gefändet. Alle beim Gerichtsvollzieher. Keine Uhr, du brauchst keine Taschen, aber du kannst eh nicht mal einkaufen gehen. Ich guck gerade so, was dir alles hochgeladen hat. Hier sehe ich ein Video. Weekly Vlog. Nein, er ist nicht mein Freund. Ja, normal ist er nicht dein Freund. Du bist unser Mensch, du hast kein Geld mehr, Safi. Hast du vielleicht nicht ein Auto, was 800 Grad heiß ist? Ja. Ich habe einfach 700 Grad heißes. Die sind so lustig, die brauchen echt ein eigenes Format. Ich habe den perfekten Namen für euch: Meeresrauschen. Das Witzigste an all deinen Videos waren bis jetzt die Windgeräusche. Ehrlich, die haben mich am meisten unterhalten. Ich sehe gerade, die hat vor 2 Jahren ein Video hochgeladen. Ich glaube, die hat vorproduziert. Leere Roomtour, ich zeige euch die Wohnung. Ich wette mit euch, so sieht die Wohnung jetzt mit Steuerschulden aus. Zuerst wollte ich das Ankleidezimmer hier drin machen, dachte dann aber, okay, nein. Ich muss ein größeres Ankleidezimmer haben, weil sonst habe ich. Jetzt aber ganz traurig: Einzimmerwohnung, Strafe. Hört, was die gerade sagt? Wer hat bitte ein Ankleidezimmer? So viele Freunde von mir, die sind 26 Jahre alt, die schlafen noch im Hochbett, die haben nicht mal ein eigenes Bett. Und dann sagt die zu mir: Ankleidezimmer. Schon mal, und dann am Ende rumholen, warum man insolvent ist. Ich meine, ich darf jetzt hier nicht großartig reden. Ich habe auch meine Audioprobleme. Also. Ich bin jetzt echt die falsche Person, die jetzt hier sitzen darf und einer auf den Finger zeigt. Ja, halt dein Ton! Nein, ich habe auch meine Audioprobleme hier und da mal. Aber ich meine, das ist halt, bei mir sind es halt wirklich audiotechnische Probleme. Bei ihr ist es halt klar, dass die Audio scheiße wird. So, weißt du, was ich meine? Ich meine, bei so einem Wind. Ich hab mir einen Drachen gemacht, ich flieg gleich weg. Schämst du dich nicht, mir sowas da reinzumachen? Hätte ich jetzt Kopfhörer, wäre ich taub. Man hört wieder nichts. Musik ist zu laut. Du hast schon Schuld, jetzt willst du auch noch Urheberrechtsprobleme bekommen. Vingabium vigiliosa. Boah, irgendwas war mit meinem Körper. Vingabium vigiliosa. Der hat mich verzaubert gerade.
Ich schwöre, unsere arabische schwarze Magie ist viel, viel stärker. Die da wirkt auf gar keinen Fall. Das hört man schon raus und das merkt man. Wir haben immer so Dinner- und Mottoabende. Aber die macht das schon seit Jahren. Jetzt auf TikTok geht das ja voll viral. Aber wir machen das so gefühlt seit 5 Jahren schon. Weißt du, was seit Jahren aber auch schon voll im Trend ist? Geld beiseite legen, um seine Steuern zahlen zu können. Aber leider hat deine Freundin Jasmin ein bisschen verpasst. Aber die ganz schön. Das sind die New Lashes von Asiam Cosmetics. Ja. Welche sind das? Butterfly? Die sind noch nicht draußen. Sind noch nicht draußen. Ich schwöre, dein Deutsch ist schlechter als deine Steuern. Weil ich aus. Ich habe das Gefühl, dass ich habe jetzt so zweierlei Szenarien gesehen. Die einen, die in der Lage waren, die zum Beispiel jetzt nicht die Hälfte zur Seite gelegt haben, die teilweise diesen Influencer-Lifestyle gelebt haben und die Hälfte, die würdest du sagen, für das Finanzamt zuständig war, ausgegeben haben. Und die anderen, die selber Probleme gemacht haben, ne, dieselben Fehler, die aber trotzdem weiter gehasselt haben und dann in der Lage waren, einfach, weil sie einfach gute Einnahmen haben, die schnell abzubezahlen. Oder, ne, die aber für mich auch in derselben Kategorie fallen, die auch denselben Fehler gemacht haben, aber zum Beispiel investiert haben in eine Klamottenlinie oder vielleicht ein anderes Produkt, damit erfolgreich geworden sind und dann auch wiederum die Steuern zahlen konnten. So, bis jetzt habe ich noch keinen gesehen, der es, oder, ne, weil jemand, der jetzt teilweise sicher unterwegs ist, der wird das Video natürlich gar nicht erst machen. Ne, ist ja klar. Den Fehler wenigstens nicht gefunden. Als Eyeshadow nehme ich einfach den Bronzer und nehme hierzu den Pinsel. Bevor die mir hier noch einen neuen AliExpress Eyeliner rausbringt und den überteuert verkauft, war die ganze Zeit mit AliExpress unterwegs. Am Ende hat der Ali die gescannt und ist per Express abgehauen. Tja, Jasmin, bei dir läuft zwar nicht mehr, aber wenigstens läuft bei deinen Hunden. Das ist schon hart, wenn so einer wie ich, so ein Peter Zwegert aus Wusch, der sich darüber lustig macht. Peter Zwegert aus Wusch, that's crazy. Andere pleite gehen, obwohl er selber gefickt ist. Wisst ihr auch noch, wo Jasmin Azizam ihre Community auf Heike gehetzt hat, die dann Heike beleidigt haben und sonst was? Beleidigt ihn, macht ihn fertig. Ich gebe euch jetzt das Go, alles zu machen, was ihr wollt. So war die richtig frech. Ich würde ihn gerade so gerne zu Tode beleidigen. Ich kannte dich nicht mal vorher, deine Videos werden mir geschickt, du Opfer. Man sieht deinen Charakter schon in dein Gesicht an, okay? Dann war die auch so am Heulen, ist nicht drauf klargekommen, weil die so Hate-Nachrichten bekommen hat. Kriegt jeder von uns. Bei mir ist das Schlimmste aber, ich bekomme Hate-Nachrichten vom Staat im Briefkasten bei mir. Das tut mir doch ein bisschen leid, dass ich gerade so rede. Aber ich weiß schon, wir haben das schon in die Wiege gelegt bekommen. Wir haben auch oft diese Lästertanten-Syndrom, diese Miserie von anderen Leuten nehmen und darüber lachen. Deswegen gar nicht erst provozieren, einfach mit mir lachen und tu so, als wärst du sympathisch und würdest das witzig finden. Wie die anderen Reaction-YouTuber. Viel, viel besser für uns alle, oder? Ich bin aus diesem finanziellen Loch raus. Ich habe es geschafft, mich wieder zu fangen. Jetzt habe ich am Ende erfahren, dass Jasmin Azizam es doch noch geschafft hat, aus den Schulden rauszukommen. Aber ich glaube, mit 10.000, 20.000 Klicks pro Video wird das nicht mal lange halten. Passt auf euch auf, wir sehen uns beim nächsten Video. Abonniert meine ganzen Kanäle. So, ich würde einfach sagen, wir ziehen uns auch mal das Ding mit dem Kollegen von ABK, und zwar Wellit. 1 vs. 1 gegen Bösemann. Let's go. Ich werde hier keinen Namen erwähnen, auf keinen Fall. Aber er weiß, wer gemeint ist, der jetzt so ein Lutscher da mit ins Boot genommen hat, die sich da darüber lustig gemacht haben und klipp und klar mir deutlich gemacht haben, dass sie sich nicht entschuldigen werden, ist das kein Problem. Dann nehmen wir die zweite Option. Für mich ist diese Sache hiermit abgeschlossen, okay? Die zweite Option kommt. YouTube Deutschland, ich bin wieder da, der dünnste Marokkaner in ganz Deutschland. Bei meinem letzten Video ging es um Bösemann. Ihr wisst doch, der älteste LKW-Fahrer in ganz Deutschland. Meister Propper himself. Seine Glatze ist denkmalgeschützt. Wir wissen doch alle, er möchte nur ein bisschen Liebe. Bösemann, du bist gar nicht so böse, wie du tust. Am Ende des Tages willst du doch nur eine kleine leichte Umarmung. Komm mal her, Bösemann. Komm her. Ja, mein alter Yankee. Gib mal ein Küsschen. So Leute, Hauptsponsor des Videos sind diese Latschen. Diese Latschen sind ergonomisch gesund für deine alten Käsefüße. Eula, schau, wie die aussehen. In Neon-Violett, Gova. Viel Spaß beiseite, ich habe mir jetzt überlegt, das Ganze hier, das wird echt zu viel langsam. Ich kann das nicht mehr tragen. Bösemann, ich möchte dir die Hand reichen und mich entschuldigen bei dir. Und deshalb habe ich hier auch eine Bewerbung gemacht. Ich möchte gerne in einem Label aufgenommen werden. Böser Sound, bitte hör dir das an. Gib mir eine Chance in ein Label. Ich möchte auch Minus machen. Ich möchte auch niemals charten. Ich möchte... Ich möchte auch Minus machen. Ich möchte auch nicht... Junge. Ey, Junge, was geht hier gerade ab, Alter? Ich schwöre. Ich werde CD verkaufen in meinem Leben. Viel Spaß und verzeih mir, Bruder.
A-A-B. Böse Mann, böse Mann, die pure Gewalt brauchst du wieder, ne? 44 Kilo, wisst ihr doch. Wir gehen nicht mehr in den Rücken rein, wir gehen direkt auf Gebärmutter drauf. Herr Sabrada, G-Spar. Böse Mann ist nur ein Opa, der bellt. Kletter Kiefer im Stream, ist er total auf Sham. Voll mit Coca-Cousin. Du kriegst Luftnot wie Asthma. Und hast mehr Linien gezogen als ein Platzwart. Dein ganzer Schädel ist auf null wie meine Seiten. Die Glatze, sie glänzt, aber Haare gibt es keine. Und wenn du boxst, dann in irgendwelchen Kneipen. Wird dir das zu viel, lässt mich der Opa einfach striken. Ewa, böse du, was wir am Dort dealen. Du hast keinen Schein und nimmst Zeitung zum Koksziehen. Du alter Redner, du. Ich hab noch nie jemand gesehen, der mit 60 noch auf Gangster tut. Endstation, für dich ist das alt. Das Heim. Du könntest 10 Jahre älter als mein Vater sein. Unser harter Albaner, er liebt den Adler. Doch eine Sache liebt er mehr, ein Eis und gutes Radler. Banks! Böse, nein, du bist kein Fighter. Du brauchst eine Haartransplantation. Ey, Digga, das ist ja nice. Einfach so ein Diss-Track mitten in einem YouTube-Video. Eigentlich ganz, der Beat ist einfach sick as fuck. Wellit bringt hier ein paar Punchlines, würde aber noch sagen, man merkt natürlich, dass er nicht ein blutiger Anfänger ist, aber wenn wir das jetzt hier wirklich ernst nehmen sollten, ne, also richtig ernst nehmen sollten, wirklich als Rap-Track bewerten sollten, da würde ich sagen, etwas unroutiniert, ne, Zeilen nicht mit dem, die Endzeile nicht so, sagen wir mal, gekonnt gehighlightet, Wortwitz ist auf jeden Fall da und eine gewisse Punchline-Dichte, würde ich sagen. Der LKW-Fahrer fährt one way bis nach Istanbul. Dein Traum war ein fescher Seitenscheitel. Kayo, Kayo, Glatze schon damals als Kleinkind. Und böse Mann? Wie hat dir das gefallen? Reicht das für einen Vertrag bei Böser Sound? Bitte, bitte, gib mir einen Vertrag. Was bekomme ich an Vorschuss eigentlich? 2,50 € und eine Heinekenflasche? Genau vor 3 Monaten habe ich mein Video hochgeladen gegen Bösemann. Ich habe mich ein bisschen über den lustig gemacht. Ha, 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 hi, hi, hi. Okay, war lustig. Kam sogar richtig gut an. Auf jeden Fall, was passiert? Der reagiert nicht. Ich denke mir, okay, kein Problem. Ich fliege nach Japan, Südkorea. Auf einmal, ich bin im Flieger, guck ich, E-Mail von YouTube. Was wollen die? Schick mir, boah, wild. Bestimmt schreiben die mir jetzt, du bist so ein wilder YouTuber, mach weiter so. Hier eine Gehaltserhöhung, hier ein Play-Button. Aber wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat einfach mein Video sperren lassen. Ich dachte, du bist Gangster. Ich dachte, du bist gefährlich. Ich dachte, du holst AK-47, Bazooka, irgendwas. Der schickt mir einfach einen Strike von seinem Junkie-Management. Bösersoundmanagement.de oder so. Oder wer ist dein Management? Du hast unter 10.000 monatliche Hörer auf Spotify. Du bist gar kein Rapper, Bruder, Herz. Geh mal Icon 6, Bruder. Aber das... Icon 6. Ah, Junge, oh, nice. Guck mal, der Punkt ist, ey, das ist ja nicht nur irgendwie in der Szene mittlerweile so, das breitet sich ja mittlerweile aus. Es ist mittlerweile, ne, es wird ja nicht mehr geantwortet. Es wird ja kein Video mehr gemacht, ne? So, weil der Junge kann Videos, ne, man merkt das, der Junge kann reden, der Junge kann auch teilweise fronten. So, anstatt dass man teilweise vielleicht das Ganze mit Rap-Tracks lehrt oder auch mit einem Statement selber, kommen halt einfach die Strikes. Strike, 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 Strike. Das ist das neue Mittel. So. Und wie gesagt, jeder kann ja selber entscheiden, was er davon hält. Aber früher war das wirklich so eine Sache des Undings, dass du jemanden strikes. Das war ein absolutes No-Go. Problem ist, du kannst gar nicht rappen. Das erste, was sie machen, raus, raus. Ey Leute, das Beste von allen ist, ich gucke sein Instagram, der macht einfach eine Story, der schämt sich nicht, der sagt einfach, ey Leute, die sind mich hier am Sperren, die löschen meine Videos, mein YouTube-Kanal ist auch weg, ich habe hier Cyberkrieg mit Hackern und die löschen alle meine Sachen, das ist gar nicht männlich und sowas macht man nicht. Ich bin's, böse Mann. Und der böse Mann ist tatsächlich Cyberangriffen, Hackerangriffen ausgesetzt. Ola, wer will dich hacken, bitte? Du bist der toteste Rapper, den ich mein ganzes Leben gesehen habe. Gefährliche Neuigkeiten, Leute. Govas sterben nie. Mein Bruder ABK hat eine E-Mail geschrieben an YouTube. Die haben Video direkt freigemacht. Ja, die Gegenstände in der Einstimmung mit dem amerikanischen DMCA-Gesetz geprüft. Ihr folgende Video wird hergestellt, sofern du sich... Genau. Das ist das Einzige, was du... Das ist das... Genau das du machen musst. Wenn du dubiose Netzwerke hast... Bei Wellits Video, ich habe da ja damals darauf reagiert, das fällt unter dem Zitatrecht. Ne, das war seine Videos, Einblendungen,
wo er eine Referenz dazu hatte. Hatte nichts mit dem Originalvideo zu tun. Er musste sich auch blenden, damit die auch im Kontext richtig gestellt werden. Ne? Du kannst ja wirklich das Zitatrecht in Deutschland anschauen und wirklich abprüfen, ob dein Video unter dem fällt. So, und wenn du dann eine Gegendarstellung lieferst, ne, dann meistens die dubiosen Netzwerke sagen, okay, das war unser, das ist ein One-Pony, ich sag mal so, das ist ein One-Pony-Trick, ne, das ist, Leute haben das mittlerweile verstanden, ey, du kannst striken, obwohl, und YouTube prüft das nicht, ne, aber lieferst du eine Gegendarstellung ab, dann zwingt YouTube die Gegenseite dazu, das vom deutschen Gesetz, vom deutschen Gericht zu klären, weil du musst die Anzeige dann dagegen stellen, so. Und das ist dann, wie will das würde ein ausländisches Netzwerk nie machen. Weil warum? Die sind nicht in Deutschland angemeldet, die haben keinen Sitz hier, ne? Die sind nicht offiziell von YouTube geprüft. So, das heißt, die hätten auch gar keine Chance. Das wird nicht mal wirklich zu einem Gerichtsverhandlung kommen. So, dementsprechend. ABK hat den Trick rausgefunden. Kontrolliert, die meinten, oh gut, das war kein Mobbing, weiter so, macht den Opa kalt. Da seht ihr die Gangster auf Twitch, machen Ansagen, beleidigen Mütter. Kommt ein Video von mir, direkt löschen lassen, I cry me a river. Ah du Opa, ich zerleg dich jetzt jeden Tag, wann immer ich will. Das hier sind AirPods, ganz normale AirPods. Guck mal hier, mach ich mein Ohr rein. Bitte guckt euch mal diesen alten Rentner, was für AirPods der im Kopf hat. Ula, was ist das bitte für Kopfhörer? Schwurf, meine Mutter hat einfach R2-Knopf im Ohr drinne. Ich glaube, der will damit spicken gehen bei Theorieprüfung von LKW-Führerschein. Ula, was ist das mit Kopfhörer von AliExpress? Bei Allah seine Temu-Kopfhörer. Ich habe echt ein schlechtes Gewissen bekommen. Wir machen uns ja gerade über diesen alten Opa lustig, ne? Aber am Ende des Tages ist er auch ein Mensch. Genau wie ich und du. Und ich habe mir überlegt, wir rufen jetzt beim Jobcenter an und fragen mal, ob der einen Job kriegen kann oder irgendwas tun kann im Leben, weil das Ganze, was er ja macht im Internet, ist ja alles aus Not, aus Armut. Deshalb, Armut macht erfinderisch. Ich rufe in deinem Namen an und tu dir einen Gefallen, weil den ganzen Tag auf Twitch Ansagen machen mit Glatze, mit Schweiß, mit Atemgeräusche von einem Wildschwein, das können wir nicht akzeptieren. Deshalb müssen wir jetzt anrufen und was tun. Steh auf, böses Mann. Es ist nicht so spät. Lern lesen und schreiben. Jobcenter Stuttgart, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Hallo, mein Name ist Böser Bub und ich wollte einmal nachfragen, und zwar bin ich aktuell arbeitslos und ich wollte mal fragen, ob man sich bewerben kann als LKW-Fahrer bei Ihnen oder ob Sie eine Jobstelle frei haben. Tatsächlich würden wir Sie unterstützen, jedoch könnten Sie mir sagen, was Sie bislang gemacht haben? Also aktuell bin ich Rapper und auch Boxer, aber das läuft aktuell nicht so gut, weil meine Spotify-Zahlen sind aktuell unter 10.000 Streams und meine letzte Single hat auch nur 2.000 Streams gemacht. Also ich habe mit dem Song ehrlich gesagt Minus gemacht und mein Kameramann konnte ich auch nicht bezahlen und das Studio, wo ich aufnehme, da habe ich auch schon seit längerer Zeit Schulden und Hausverbot, weil ich habe den Produzenten, der mich aufnimmt, das Trommelfell gerissen, weil meine Stimme so grausam ist. Mache ich aktuell in meiner Musik kein Geld und ja, das ist aktuell mein Stand. Oh, das ist aber bitter. Ja. Können wir Sie gerne unterstützen? Ja, ich habe auch jedoch aktuell ein Drogenproblem. Das ist aber... Stell dir auf, Mann, Digga. Ein Drogenproblem. Ich weiß jetzt nicht, ob das das Problem ist für einen LKW-Führerschein. Ich bin ein bisschen... Tatsächlich schon. Jedoch hätten wir da die Option, dass ich Ihnen da die Drogenberatung hier in Stuttgart anbieten kann. Mhm. Ich kann Ihnen da gerne die Telefonnummer weiterreichen. Bevor wir da weiter reden über den Führerschein, müssten Sie das Drogenproblem erstmal lösen. Also geht auch nicht so eine kleine Line, so eine kleine Line am Morgen oder so? So eine kleine Line so vielleicht so zwischendurch? Nein, tatsächlich nicht. Also wir unterstützen Sie gerne, jedoch müssten Sie Ihr Drogenproblem unter Kontrolle bekommen. Ja. Kleine Line am Morgen. Mit einem Croissant dabei. Sonst wird das leider nichts. Ah, okay. Und dann könnten wir für die Zukunft weiterschauen und dass Sie dann tatsächlich endlich mal einen Job finden. Ja, das wäre echt nett, okay. Das hat mich echt gefreut für das Gespräch. Das ist echt nett von Ihnen. Super, vielen lieben Dank. Alles klar. Vielen lieben Dank. Schönen Tag noch. Nach meinem Video, ich gehe so Instagram, ich gucke Nachrichtenanfragen. Vielleicht hat mir so ein hübsches Mädchen geschrieben. Ey, wow, Elliot, dein Kinderkörper gefällt mir oder so. Nein, gar nichts. Wisst ihr, wer geschrieben hat? So komische, breite Gangster, so tiefgelegte Boxer von Bösemann, so Freunde. Und haben mir gedroht. Die erste Nachricht, schau mal, was dieser Jabinki mir geschrieben hat. Jetzt pass mal auf, du kleiner... Das Video gegen Bösemann wird ein Nachspiel haben. Ich weiß genau, dass du deinen Arsch in Düsseldorf versteckst. Ich komm mal die Tage und dann schaue ich, ob du ihm das alles auch ins Gesicht sagen kannst, bevor er dir die Visage blau färbt. Was laberst du da bitte? Bitte, geh mal in die Schule. Was machst du da für Ansagen für diesen alten Opa? Bist du krank? Sei froh, dass ich Bilder gepostet, du kleiner Opfer. Wunder, hör auf damit.
Ey Leute, ich bin kurz davor, diesen Typen hier zu leaken, ne? Das ist ein richtiger Body-Ufug. Der hat einfach ein Tattoo von hier bis zu seinen Schienbeinen. Guck mal, was der beschreibt. Hör mir mal ganz genau zu. Du weißt nicht mit... Warum kennen sich alle Nachrichten irgendwie? Wenn du dich angelegt hast, für meine Brüder schieße ich und du wirst der Nächste sein, der eine Kugel fressen wird, du HS. Einfach Nächste mit E geschrieben. Ey Bruder, bitte, du Sonderschüler, geh mal deinen Hauptschulabschluss nachholen. Was nervst du mich hier auf Instagram? Bist du eigentlich krank, Ova? Bruder, was hat der böse Mann für Freunde? Schreib mir auf Instagram, belästig mich in meiner Privatsphäre. Seht ihr nicht gerade, ich wieg 40 Kilo, ich hab Bulimie. Ich bin hier gerade in der Milchstraße in der Galaxie. Ich bin auf ganz andere Harmonies. Ich mache hier ein Video auf Lach, hier gibt es Unterhaltung. Die werden hier wütend, die sagen schießen, abstechen. Ey, Wasafi, wie heißt der Film? Den erlebt. Wacht mal auf langsam. Jobcenter, 8 Uhr morgens, Job suchen, Arbeit. Geht mal Frauen suchen oder so, Kinder machen, irgendwas anderes. Nerven die so einen YouTuber, der nichts zu tun hat in seinem Leben. Sorry, böse Mann, ich mach das nie wieder. Bitte verzeih mir, du alter Opa. Das war's mit dem Video. Oh, Digga, das war nice. Das war gut, das war nice, das war nice. Alter, was witzig. Ja, das war das Video für heute. Vergiss nicht, mein Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und bis zum nächsten Mal. Peace.